Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Henry und ich beobachte nachts fremde Leute beim Schlafen und schleiche in ihren Häusern herum. Ah, sie ist noch da. Der Typ, zu dem wir eigentlich wollten, der scheint ausgeflogen zu sein, während wir off waren. Wir müssen mal schauen. Aha. Er wird aber noch hier angezeigt. Oder ist er jetzt draußen vorm Haus? Ist er das? Ich dachte, es wäre der Typ, der hier lag. Ich werde mal kurz vor die Tür schauen. Denn es sah gerade so aus, als wenn er irgendwie hier draußen wäre. Hallo? Ist jemand hier? Ja, aber hier ist niemand. Ich bewege mich mal noch ein bisschen nach Westen. Ja, eigentlich wird er auf der Map direkt hier angezeigt. Hier ist aber niemand, also wird er wohl noch drin sein. Dann werde ich, denke ich, noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Werde dann in die Aufnahme zurückspringen, also hier einen kleinen Cut machen quasi. Ah, so schön, wie das hier alles beleuchtet ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn, falls er hier aufwacht und dann mit uns reden möchte. Denn im Moment sieht es nicht so aus, als wenn er mit uns reden wollen würde. Aber wir müssten jetzt ja quasi direkt auf ihm draufstehen. Keine Ahnung, ich werde mal einfach warten, bis es Tag ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also es ist tagsüber, alle sind aufgestanden. Nur er schläft hier noch und das scheint aber der Mann von der Frau zu sein. Denn ich glaube, ich habe gerade die Frau hier rausgehen sehen, die Besitzurkunde sucht. Aber der Stern ist irgendwie immer noch hier, so ein kleines bisschen in Richtung... was war das? Richtung Osten, Richtung Westen? Ah, keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht, ob er der ist, denn der Stern hat sich eben bewegt und da dachte ich schon, die Frau wäre es in Wirklichkeit. Wir stellen uns mal hier hin. Schauen mal. Ja, ich glaube, die Frau ist der Stern in Wirklichkeit, ne? Und sie kann uns ja nichts weiter sagen. Das heißt, wir müssen wirklich Pavel nochmal finden. Und da es jetzt aber tags ist, haben sich dort vielleicht mehr Soldaten eingefunden, die wir befragen können. Wo Pavel ist, denn ja, jetzt schiebt die uns hier weg, oder? Er sagt, sie warte mal kurz und dann redet sie nicht mit uns. Und dann knallt sie uns auch noch die Tür vor. Was ist denn, ganz ehrlich, die Leute hier sind doch unhöflich. Ich meine, klar, wir sind in deren Haus eingebrochen und so, aber trotzdem, das ist doch keine Art, mit Leuten umzugehen, die einfach so zu ignorieren. Ja, okay, also. Hier können wir nichts... Dann steht er hier so voll gruselig hinter uns. Die wollen jetzt wahrscheinlich alle essen. Und wir stehen denen voll im Weg. Aber die erkennen halt auch nicht wirklich, dass wir hier stehen. Ja, da hat sie ihr Schüsselchen. Und das? Ja, ich wollte mit dir reden. Genau mit dir. Aha, okay. Da fragen wir ihn doch mal. Warum ziehst du denn so ein langes Gesicht? You look worn out, friend. What happened? Oh. No, just that last Sunday, me and my wife were supposed to move to Gutenberg, but it got seriously held up. The Cumans attacked a farm near here and slaughtered everyone. My God. Yeah. And my brother Pavel was there at the time. Ja, und hier, es ist wirklich ihr Mann. Und wir fragen halt, ja, warum ziehst du denn so langes Gesicht? Du siehst ganz schön erschöpft aus und ausgelaugt. Dann sagt er, ja, eigentlich hätten wir letzte Woche nach Kuttenberg umziehen wollen, aber das wurde irgendwie aufgehalten, denn die Kumanen haben hier eine Farm in der Nähe attackiert und mein Bruder Pavel war dort und der ist jetzt tot. Und ja, dann fragen wir ihn doch mal über Pavel. What happened to him? They killed him, that's what. I'm sorry to hear that. Don't be. He wasn't a good man. He cheated, drank like a fish. And beat his wife until the poor woman ended up jumping in the Sassau River. Christ almighty, that's horrible. So on top of all this running around, I have to arrange the funeral. Ja, und wir fragen also, ja, was ist denn mit dem Bruder Pavel? Und er sagt, ja, der ist tot, das ist, was mit ihm los ist. Und dann sagen wir, oh, das tut uns aber leid. Und er sagt dann knallhart, wie es ja auch schon seine Frau gesagt hat, ja, das musst du nicht leid tun. Er war ein Scheißkerl, er hat getrunken wie ein Fisch, hat seine Frau geschlagen, sie betrogen, bis sie dann schließlich in den Fluss Sassau
gesprungen ist. Und ja, jetzt muss ich mich zu einem Überfluss auch noch um seine Beerdigung kümmern. Und da sagen wir, oh, das hört sich auch gar nicht gut an, aber ich suche gerade nach Arbeit. Do you need help with anything? I'm looking for a job. A job? Well, I don't know. Try asking my wife, Ludmilla. She'd know if anything still needs doing. Ja, und er sagt also, ein Job, ja, keine Ahnung, frag mal Ludmilla, meine Frau, die weiß, was noch zu erledigen ist. Und ja, hervorragend, mit der haben wir natürlich schon gesprochen. Wir fragen trotzdem mal, wo kann ich denn diese Ludmilla finden? Im Haus beim Frühstück, Henry. And where do I find her? Most likely at home. Find the stud for Merhoyet. It's our place. Ja, er sagt also, wir finden sie wahrscheinlich zu Hause, denn ihm gehört hier die Pferdefarm in Merhoyet. Da schauen wir doch direkt mal. Pferdefarm, echt? Zumindest, nee. Habe ich das richtig übersetzt? Ich glaube beinahe nicht. Stud, da muss ich direkt nochmal nachgucken. Jedenfalls, diese Farm hier gehört ihnen. Aber doch, das könnten schon Pferde sein, ne? So wie das aussieht, hier überall Pferdeäpfel, so einzelne Boxen und so. Aber es sind keine Pferde da. Vielleicht alle von der Armee requiriert worden. Oder verkauft. Ja, auf jeden Fall Merhoyet. Auch ein kleiner, süßer Ort. Hier gucken wir uns bestimmt noch mal irgendwann um. Hier ein Wagen. Und in diesen Eimern, wenn irgendjemand weiß, was da drin ist. Oh, brauchen wir nicht irgendwie Mohn? Ne, Mohn brauchen wir gerade nicht, ne? Bestlock. Ne. Distel und Holzkohle brauchen wir noch. Und ich vermute, in diesen Eimerchen ist Deichselfett drin. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Also wenn da irgendjemand was Genaueres weiß, immer her mit denen. Was macht er denn da? Er tut so, als wenn er was tragen würde. Eine Pantomime. Das schauen wir uns mal an. Wie gesagt, wenn irgendjemand was zu diesen Eimerchen weiß, ah, jetzt hat er auch wirklich so einen Korb in der Hand, sammelt Brennholz. Mhm. Und er rammt seine Hand da durch die Scheite. Von hier drüben sah der Korb aber eben noch leer aus, oder? Ah, okay. Der füllt sich also sehr graduell. Er wird nicht analog gefüllt. Oh, das sieht aber echt schwer aus, so viel Holz, wie er da drin hat. So, und jetzt muss ich aber doch nochmal auf die Karte schauen. Wir gehen einfach nochmal zu dem Gehöft zurück und gucken nach Pavel. Und das ist drüben in jetzt habe ich es schon wieder vergessen, südwestlicher Richtung, okay. Norden, Süden, Osten, Westen. Hier. Ja, da gehen wir einfach mal durch Merhoyet ein bisschen durch. Schauen hier nochmal, die Häuser werden ja innen alle relativ gleich aussehen. Da scheint sich nicht viel getan zu haben bei den Einrichtungsgegenständen. Hier gibt es noch eine andere Stallform, so ein bisschen auch blockhüttenmäßig dann. Oben mit so einem Weidengeflecht, das einfach ja verlehmt wurde und einem schilfgedeckten oder riedgedeckten Dach. Ich finde diese Vogelscheuchen total toll, die sehen so aus wie Drachen irgendwie. Also diese Drachen, die man an der Schnur hat und dann fliegen lässt. Oder auch Drache, an die man sich unten dran hängt. Ja, da hinten ist die brennende Farm. Da laufen wir vielleicht einfach mal hier am Feld lang. Ne? Das Feld ist hier eingezäunt worden, sieht man. Da wächst irgendwelches Getreide drauf. Roggen, Weizen, keine Ahnung. Kann ich hier anhand des Modells nicht unterscheiden. Hier ist ein unbestelltes Feld, deswegen auch nicht eingezäunt. Oh, was liegt denn da? Bist du nur ein Stein oder etwas Interessantes? Ein Stein? Ja, das sieht einfach richtig, richtig hübsch aus, wie hier diese Felder auch von Hecken dann so umsäumt sind. Hier wächst schon was. Gelbes Zeug nämlich. Ich weiß nicht, könnte Raps sein.
Sehen die Blüten aus wie Raps? Möglicherweise. Ja, wenn man an gelben Feldern vorbeifährt, üblicherweise ist das Raps, wenn es so gelb blüht. Also hier haben wir noch so ein halbwildes Feld voller Blümchen und Gras. Da sieht man also drei Felderwirtschaft im Prinzip. Wird hier betrieben so. Und jetzt schauen wir nochmal. Irgendjemand muss ja hier irgendwas. Miroslav. Dem geht es wahrscheinlich gut. Wenn ich das nächste Mal die Kräuterfrau sehe, dann werde ich sie auch nochmal ansprechen, irgendwie, ob sie sich hier jetzt um ihn gekümmert hat oder nicht. Er redet nicht mit uns. Martin, sag mal, Junge, hier diese Dokumente. I'd like to ask if anyone found a document among the dead. I have no idea. Ja, wir fragen also nochmal, ob jemand das Dokument bei einem der Toten gefunden hat. Und Martin sagt, ich habe keine Ahnung. Ja, also irgendwie, ich befürchte, ich stecke hier ein bisschen fest in dieser Quest. Vielleicht machen wir einfach nochmal ein Schwertkämpfchen oder sowas. Habe ich mir gedacht, da könnte ich ja auch noch mal üben. Er hat auch nichts gesehen. Ab und zu kommt hier noch mal eine Patrouille durch. Vielleicht sind die Soldaten einfach... oh, hier kann man inzwischen rein. Da konnte man noch letztens noch nicht rein. Ups. Da haben wir uns ein bisschen hochgeglitscht. Hier. Ich kann fliegen. Ja. Jetzt hängen wir fest. Jetzt muss ich zusehen, dass wir hier wieder herauskommen irgendwie. Ups. Und Ali. Oh, ich glaube, ich stecke fest. Oh no. Kann ich hier nicht? Doch, kann ich. Ja, hier wieder zurück, so ein bisschen. Ja, ich komme hier raus, Leute, keine Sorge. Das wird schon irgendwie funktionieren. Und hopp. Na gut, vielleicht springen wir einfach hier rauf und dann hier rüber. Also das Clipping ist noch nicht hundertprozentig sauber in dieser Alpha-Version. Befürchte ich. Ah, hier ist der Balken über uns direkt so ein bisschen im Weg. Deswegen können wir hier immer nicht springen, ne? Haha. Na, da habe ich uns ja eine tolle Stelle manövriert hier. Ganz hervorragend gemacht. Ja, vielleicht können wir uns hier so reinglitschen, rausglitschen. Ach, guck mal, da oben ist der Mond. Auch richtig hübsch, so tagsüber. Ja, man kann sich aber auch nicht ducken. Ne? Ducken ist... Ja, ich rufe mal das Pferd. Ist noch nicht im Spiel drin. So, und jetzt stecken wir hier oben in so einem Dachbalken fest. Was natürlich auch total nicht Sinn und Zweck der Sache war. Jungs und Mädels, ich mache hier nochmal einen kleinen Cut und guck mal, wo uns das Spiel gleich spawnt, wenn ich wieder einsteige. Ein paar Minütchen haben wir nämlich noch in der Folge und die würde ich schon gerne nutzen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, Jungs und Mädels, es ist nachts und ich habe hier zufällig diese Patrouille getroffen und das könnte ja einer der Soldaten sein. Ich erkläre gleich, wie es dazu kam, dass es jetzt wieder Nacht ist. Und ich frage den einfach mal nach den Dokumenten. I'd like to ask if anyone found a document among the dead. A document, you say? Well, I don't know if it was a document. But Andreas found something interesting. Andreas? Yeah, he'll be at our camp. He's got a kind of dark green hood on him. Naha, und da haben wir es ja. Also, wir fragen, hat irgendjemand was über ein Dokument gefunden? Und er sagt, ja, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob es ein Dokument ist, aber Andreas hat etwas Interessantes gefunden. Andreas, ja, er ist im Camp und er hat eine dunkelgrüne Kapuze bei sich.
Aha, grün. So wie Pavel, ne? Der hat ja auch grün getragen. So, und mit dieser Information können wir dann also ins Camp zurückkehren. Interessant. Ja, und das war tatsächlich einer der patrouillierenden Soldaten. So, und wir erinnern uns, für euch war es ja gerade eben erst, ich bin ja da hinten in der Ecke stecken geblieben, wollte dann neu laden und immer wenn ich dort geladen habe, hatte ich das Problem, dass das Spiel abgestürzt ist. Ne? Also das ist gestartet, ich habe auf Fortfahren geklickt und dann wurden nur die Rohmodelle geladen, gar keine Texturen oder irgendwas und dann war das Spiel schon abgestürzt und dann habe ich mich einfach ein bisschen in der Ordnerstruktur umgesehen von Kingdom Come und ich werde das jetzt mal im Hintergrund öffnen. Ich weiß nicht, wie dann für euch das Bild hier aussieht, ehrlich gesagt. ich vermute, das wird weiterlaufen. So, und wenn man dann nämlich in seinem Steam-Ordner in die Steam-Apps kommen, reingeht und dann in den, also in euren Ordner von Kingdom Come Deliverance, da gibt es User-Game, den Ordner. Und da kann man dann auf auf Profiles, Default klicken und da sind zum Beispiel auch Quick-Saves, 3 Stück bei mir waren da angelegt, von 0000 bis 0001 und bis 0002 und da habe ich einfach, weil das Nuller halt das war, das den letzten Zeitstempel hatte und das dementsprechend auch das war, das versucht wurde zu laden und nicht funktioniert hatte, habe ich dann einfach rausgeworfen und das 1er in 0 umbenannt und konnte deswegen nachts wieder im Haus starten, also quasi dort, wo der letzte Quicksave vorher war und habe das Spiel dadurch dann nicht wieder von vorne anfangen müssen und deswegen ist es jetzt auch nachts, weil da war natürlich der kleine Cut nicht drin. Wenn ihr da also Probleme habt, könnt ihr das so lösen. Falls euch das Spiel mal an einer Stelle hängen bleibt und ihr aber euren Fortschritt nicht aufgeben wollt. Ich hoffe, das war nachvollziehbar mit den Ordnern. Und wie es zu machen ist, wenn nicht, dann schreibt mir einfach in die Kommentare. Dann erkläre ich das nochmal. Aber ich denke, so kompliziert ist es eigentlich nicht. Das ist so das, ja, was man so standardmäßig macht, wenn man halt nicht klarkommt. Hi, bist du Andreas? Dokumente. I'd like to ask if anyone found a document among the dead. A document, you say? Well, I don't know if it was a document, but Andreas found something interesting. Andreas? Yeah, he'll be at our camp. He's got a kind of dark green hood on him. Okay, also da können wir im Prinzip jeden der patrouillierenden Soldaten hier fragen, die auf der Straße zwischen dem Camp und der Farm unterwegs sind. Gut zu wissen. So, dann sprinten wir mal ein bisschen und suchen nach Andreas. Dunkelgrüne Kapuze. Da kann man wahrscheinlich auch so drauf kommen, wenn man ihn denn sieht und sich daran erinnert, dass Pavel grün getragen hat. Du bist nicht die, du bist Ludmilla. Ich dachte schon, es wäre die Kräuterfrau. Mit der wollte ich mich ja nochmal in Ruhe unterhalten. So, dunkelgrüne Kapuze. Hast du eine dunkelgrüne Kapuze? Nein. So, und jetzt geht die Sucherei hier nachts natürlich los. Ach, steck mal kurz die Fackel weg. Hier ist ja überall hell genug im Camp. Finde ich total gut. Das Kochfeuer hier lodert richtig hell. Ah, ich mag die Atmosphäre. Habe ich das schon mal erwähnt, dass das Spiel eine sehr schöne Atmosphäre auf den Schirm bringt? Auch keine Kapuze? Hey, hast du eine Kapuze? Nein? Okay, alles klar. Und wahrscheinlich, wenn wir ihn finden, schläft er dann wieder. Aber wollen wir mal richtig assi sein und hier den Schlafenden ins Gesicht leuchten? Haha. Oh, er schnitzt. Ein schönes Messer hat er da. Da kann man nicht maulen. Ja, er schleift sein Schwert mit einem Schleifstein. Und da sieht man auch, der Schleifstein ist so ein bisschen keilförmig, damit man ihn gut anfassen kann. Und hat eine Schlaufe am hinteren Ende, damit man ihn eben an den Gürtel zum Beispiel hängen kann. Und ihn dann immer griffbereit hat. Ah, hier gibt es sogar, ja, ich wollte gerade sagen, eine kleine Öllampe. Ist aber nur eine Kerze. Schade, schade.
So, und wir suchen mal Andreas. Wo bist du? Oh, was liegt denn hier? Eine Axt zum Holzhacken. Ach ja, da hatte ich mich letztens in den Kommentaren auch unterhalten. Mit Jodop, glaube ich. Diese Holzklötze da, neben den Pfeilen, ob die denn zum Schießen oder zum Holzhauen da wären. Da könnte man natürlich auch nochmal gucken, ob es da noch weitere Indizien gibt, die man da irgendwie übersehen hat. Auch keine Kapuze. Denn macht das Sinn, auf Holzklötze zu schießen, wenn man direkt daneben wunderschöne Schießscheiben hat, ne? Also die haben hier Schießscheiben mit so einem Zaun. Und klar, das sieht aus wie eine Schießanlage. Irgendwie, das stimmt schon. Das war ja auch zuerst mein Gedanke. Und aber gibt es Sinn, irgendwie die auf Holzscheite schießen zu lassen, wenn man daneben eine Schießanlage hat? Ich habe keine Ahnung. Für mich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Denn die Klötze sind ja im Prinzip noch niedriger als die Schießscheiben. Und man möchte ja eigentlich wahrscheinlich üben, auf die Brust der Soldaten zu zielen. Und dafür sind die Ziele einfach zu niedrig, finde ich. Und an der Zielscheibe gehen wahrscheinlich auch weniger Pfeile verloren. Einfach weil da das Ziel größer ist. Und man sieht aber genauso gut, ob die Leute gut schießen können oder nicht. Weil man ja die Distanz von der Mitte farblich markiert hat. Für einen Moment dachte ich, er hätte vielleicht eine Kapuze. Hat er aber nicht. Schon gar keine dunkelgrüne. Also ich glaube, da können wir uns noch ein bisschen tot suchen hier. Klar, im Camp irgendwo. Dunkelgrüne Kapuze. Wie schwer kann der Mann zu finden sein? Nee. Ich meine, hier gibt es ja wirklich nur irgendwie so, ja, ein Dutzend Soldaten, würde ich schätzen. Vielleicht sind es auch ein, zwei mehr. Eine rote Kapuze. Rot ungleich grün. Er hat auch so eine Art grüne Kapuze. Hey, wach mal auf. Oh Mann, ich hasse das. Ich weiß aber nicht, ob das ein Bug ist, dass sie ja nicht mit mir reden, oder ob die nur noch schlafen und keine Lust haben, mit mir zu reden. Aber er reagiert ja so gar nicht. Ja, ich denke auf jeden Fall, das hier ist unser Mann. Und es wird auch gerade hell. Finde ich sehr schön. Das heißt, in Kürze müsste er aufstehen. Aber wenn ich so auf den Timer gucke, vielleicht verlegen wir das Aufstehen und das Gespräch mit Andreas. Wir haben ihn ja jetzt scheinbar tatsächlich gefunden. Einfach auf die nächste Folge. Und dann war das wieder eine sehr planlose, ja, mit sehr vielen Schnitten versehene Folge. Aber es ist halt eine Alpha und ich deklariere das Let's Play jetzt auch einfach zum Alpha-Stadium. Und dann ist das meine Entschuldigung. Das Gameplay hat Bugs. Die Bugs sind alle von mir verschuldet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und dann quatschen wir mit Andreas. Macht's gut und bis dann. Ciao.